Steak, Schnitzel, Hühnchen. Wenn Sie sich fragen, was hat denn eigentlich das Tier, das ich da vor mir auf dem Teller habe? Was hat das eigentlich gegessen? Was hat das zu fressen bekommen? Hat es zum Beispiel Genmais gefressen oder gentechnisch verändertes Soja? Dann brauchen Sie gar nicht erst auf dem Etikett vom Supermarkt oder Discounter nachzuschauen. Da werden Sie keine Angaben dazu finden. Und das ist gewollt. Recherchen von Henrik Loven und Astrid Halder. Der Stall von Landwirt Hubertus Behringmeier. Er hat hier in der Nähe von Paderborn 2500 Mastschweine. Seine Tiere sind sein Kapital. Er achtet auf ordentliche Haltung. Wie viele konventionelle Betriebe verfüttert er gentechnisch verändertes Soja. Der Bauer dokumentiert das exakt. Es steht auf seinem Lieferschein. Also, wir wissen ganz genau, was wir füttern. Wir machen da auch überhaupt kein Geheimnis raus. Wie es dann nachher weiter gehandelt wird, also wir sagen einfach, schreibt drauf, was drin ist. Diese offene Deklaration fordern wir. Und das ist für uns nicht das Problem. Eine Kennzeichnung würde viele Fleischsorten betreffen. Laut einer Studie des WWF ist der Großteil des importierten Sojafutters für Schweine, Milchkühe, Hühner und Rinder genverändert. Doch im Supermarkt steht auf den Fleisch- und Milchprodukten nie, dass die Tiere gentechnisch verändertes Futtermittel bekommen haben. Die meisten Verbraucher wissen davon nichts. Warum gibt es keine Transparenz, keine offene Kennzeichnung? Kaum zu glauben, die EU-Kommission will es so. Wie kommt es zu so einer verbraucherfeindlichen Politik? Mute Schimpf erklärt uns das in Brüssel so. Das ist jetzt hier das Gebäude, wo der Europäische Dachverband der Futtermittelbranche drin sitzt. Direkt neben dem Gebäude der Kommission, vielleicht 300 Meter weit. Und was hat das für einen Einfluss? Man sieht es ja an den etlichen Entscheidungen im Gentechnikrecht, dass die Interessen der Futtermittelbranche, dass die Interessen der Gentechnikbranche berücksichtigt werden, während Verbraucherinteressen keine Rolle spielen und komplett zurückgewiesen werden. Europa, Milliardenmarkt für Futtermittelproduzenten. 45 Milliarden Euro setzen sie um. Schiffeweise werden Mais und Soja aus den USA und Südamerika importiert. In diesen Ländern werden fast nur noch gentechnikveränderte Sorten angebaut. Die sind robuster und billiger als natürliche Sorten. Deshalb wünschen sich die Produzenten, dass die EU noch mehr gentechnisch veränderte Organismen reinlässt. Und das haben Lobbyisten jetzt bei der Kommission erreicht. Mute Schimpf ist besorgt. Demnächst soll es in kleinen Mengen, 0,1%, sogar möglich sein, dass im Gegensatz zum bereits genehmigten Gensoja weitere gentechnisch veränderte Pflanzen ins Futter gelangen. Weder zugelassen, noch auf mögliche Risiken geprüft. Die Kommission schwärzte über das Zustandekommen der neuen Toleranzgrenze. Seitenweise Absätze. Wir hatten gefragt, wie die Kommunikation zwischen der Kommission und den Fachbehörden war, über wie genau dieses 0,1 definiert wird. Und wie man hier sehen kann, haben sie einfach alles komplett geschwärzt. Was sagt das über die Transparenz der Kommission aus? Sie wollen uns den Zugang zu diesem Wissen und zu dieser Information verweigern. Denn es geht eigentlich nur um Industrieinteressen. Es geht ausschließlich um Interessen der Gentechnikindustrie. Es geht um die Interessen von internationalen Getreidehändlern, von wirklichen Multis, die 80-90% des Marktes kontrollieren. Dabei kann gentechnisch veränderter Mais als Futtermittel Folgen haben. Das zeigt eine vor wenigen Monaten veröffentlichte Studie eines französischen Forscherteams. 2 Jahre lang fütterten sie Ratten mit genverändertem Mais. Sie erkrankten danach öfter an Tumoren und Organschäden. Auswirkungen auf den Menschen sind noch nicht erforscht. Und das ist nicht alles. Experten können nicht ausschließen, dass auch gentechnisch verändertes Futtermittel ohne Zulassung in der EU ist. In den USA wird seit einigen Jahren SmartStacks der Firma Monsanto auf riesigen Flächen angebaut. Ein gentechnisch manipulierter Mais, der selbst 6 Gifte gegen Schädlinge produziert. In Europa ist dieser Mais nicht zugelassen, dürfte nicht in die EU gelangen. Aber er kommt trotzdem zu uns. Da ist sich Umweltschützer Christoph Thehn sicher. Er hat den undurchsichtigen amerikanischen Markt daraufhin analysiert. Die großen Schiffsladungen, die hier reinkommen, sind nicht zertifiziert. Das ist gentechnisch veränderter Mais. Und da muss man einfach mit davon ausgehen, dass der in die Ernte reinrutscht, dieser SmartStacks. Wir konfrontieren die EU-Kommission. Kann es tatsächlich sein, dass SmartStacks ohne Zulassung zu uns kommt? Die Kommission räumt ein, es sei möglich, dass der nicht zugelassene Genmais illegal in die EU gelangt. Aber dafür seien die Länder verantwortlich und die hätten Prüfsysteme dafür. Doch stimmt das? In Deutschland ist das Bundesamt für Naturschutz mit zuständig. Die Expertin widerspricht der Kommission.
Es ist in diesem Fall so, dadurch, dass da so viele verschiedene Linien miteinander gekreuzt worden sind, dass es nicht zweifelsfrei nachzuweisen ist, ob jetzt ausgerechnet dieser Smartstax in dieser Anlieferung zum Beispiel vorhanden ist oder aber ob die Einzellinien, die miteinander gekreuzt worden sind, vielleicht in der Anlieferung vorhanden sind. Also insofern gibt es keine Methode, das wirklich 100% zweifelsfrei zu klären. Gerne hätten wir mit dem zuständigen Kommissar für Verbraucherschutz, Tonio Borg, über Smartstax gesprochen. Doch er will nicht. Wir bekommen nur eine schriftliche Antwort. Smartstax sei genauso sicher wie konventioneller Mais. Wir fahren zur Universität ETH Zürich. Angelika Hilbeck erforscht genveränderte Pflanzen und ist über die Antwort aus Brüssel entsetzt. Die, die jetzt auf dem Markt sind, sind so nie einer Risikoprüfung, einer Testung, einer mit Daten belegbaren Ergebnissen unterzogen worden. Man argumentiert ganz viel, aber geprüft, getestet mit harten Daten und Facts in Langzeitstudien im Labor, mir sind sie nicht bekannt. Der Hersteller von Smartstax, Monsanto, gibt uns kein Interview. Argumentiert, der Genmais sei ungefährlich. Doch wie selbstkritisch ist das Unternehmen? Uns liegt eine Monsanto-Studie vor und hier zeigt sich, die Forscher sind von Monsanto selbst. Und sie geben offen zu, dass der internationale Wissenschaftsstandard der Good Laboratory Practice nicht eingehalten wurde. Für Wissenschaftler wie Angelika Hilbeck unfassbar. Das schreit vor allem danach, dass zensiert wird, welche Forschungsfragen gestellt werden dürfen und beforscht werden dürfen und welche nicht. Keine Kennzeichnung für Verbraucher, Rückstände von ungeprüftem Genfutter und kein geeignetes Prüfverfahren. Die Gentechnik-Lobby ist anscheinend auf Siegeszug in Brüssel. Und wir Verbraucher sind dabei die Langzeitversuchskaninchen.